bin wirklich sehr zufrieden. Es hat keinen schlimmen Unfall gegeben. Es hat wirklich gute Kämpfe gegeben zum Schauen. Ich glaube, es war attraktiv, auch für die Zuschauer. Von dem her bin ich wirklich sehr zufrieden. Ja, dieses Jahr bin ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge hier in Uster. Es braucht man natürlich extrem unter den Fingernägeln, da aktiv ins Kampfgeschehen einzugreifen. Aber schlussendlich genieße ich es auch sehr, mal auf den Zuschauerrang so einen grossen Anlass mitzuverfolgen. Was meinst du aktuell zum Nachwuchs, der sich da sehr stark präsentiert an diesem Turnier? Also ich bin seit morgen früh da, auch aus eigenem Interesse, die jungen Athleten mitzuverfolgen. Ich habe doch sehr interessante Kämpfe gesehen. Ich glaube, wir haben einen sehr starken Nachwuchs. Der ein oder andere Kämpfer kann da schon international auf dem Top-Level mithalten. Aber es zeigt natürlich auch einmal auf, dass wir noch viel zu tun haben. Nicht nur innerhalb des Verbands, sondern auch in der Nachwuchsförderung und insbesondere im Spitzensport. Ich glaube, da ist wirklich in den letzten Jahren einiges gegangen. Vor allem in den Kantonen, dass man mit dem Kantonalkader die Jungen gerade abholt. Dass sie dort auch ihre Trainingseinheiten machen können, nachher in den regionalen Leistungszentren, die wir verteilt haben auf die ganze Schweiz. Wo sie wirklich auch mit sehr guten Trainern arbeiten können, dass sie nachher so nachkommen können bis ins nationale Leistungszentrum. Timo Alemann, zwei Kämpfe super stark gewonnen, dann zweimal knapp verloren. Wie gross ist jetzt die Enttäuschung? Ja, die Enttäuschung ist eigentlich schon noch relativ gross. Es sind zweimal wirklich knapp verloren und zum Teil vielleicht auch ein bisschen blöd verloren noch. Und jetzt sage ich, im ersten Moment schießt man sicher mega an und nächste Woche müssen wir mal schauen, was wir besser machen können. C'est une très bonne journée avec beaucoup de combattants, des combats pas souvent faciles à arbitrer, mais un bon état d'esprit, des gens engagés qui se donnent, sympa. Also es ist toll, es macht Spaß auszuhelfen und es macht, also es zuzugucken, es ist spannend, man weiß nicht, wer gewinnt oder so. Und bist du fleissig am Autogramm sammeln? Ja, ich habe jetzt schon über 60 Stück. Ich lerne noch ein paar neue Sachen, ich habe neue Würfe gesehen und es macht Spass zuzuschauen. Möchtest du eines Tages selber auch da kämpfen? Ja, das wäre ein Wunsch von mir. Was nimmst du für dich jetzt trotzdem von diesem Turnier mit? Ja, ich denke, ich bin ein bisschen aggressiver dahinter, ich war noch ein bisschen zu lieb gewesen. Der Niveauunterschied zwischen U21 und Elite ist doch noch etwas grösser, als ich vielleicht auch selber vermutet habe. Und ich denke, das ist sicher ein grosser Teil, den wir jetzt im Training ändern müssen. Wie ist es für dich als U21-Athlet, da schon diverse Autogrammkarten und Unterschriften müssen zu geben? Ja, das ist eigentlich noch ungewohnt, ein bisschen lustig. Als grosser Star fühle ich mich eigentlich noch gar nicht. Darum, ja, mal schauen. Also ja, im ersten Kampf ist super gelaufen gegen die Italiener, habe ich gut angefangen, guten Wurf gemacht, ja stimmt. Und nachher ist halt gegen den Russen ein schwieriger Kampf gewesen. Nachher knapp mit Juko verloren, ja. Und ich bin ja schon recht enttäuscht. Ich hätte eigentlich mehr erwartet, aber ja, läuft nicht immer so, wie man will. Ja. Also ça s'est assez bien passé. Il y a du bon et du moins bon. Bon, une deuxième place, c'est bien, mais je pense que j'aurais pu mieux faire. Donc je suis un peu déçue sur la fin. Ja, ich denke, vor allem so einen grossen Anlass ist es wichtig, dass man möglichst viele Helfer hat. Uster ist natürlich mein Heimclub, dann hilfe ich und engagiere ich mich natürlich auch sehr gerne. Und eben, dass jetzt, da ich verletzt bin, habe ich auch mal gesehen, was alles hinter so einem Anlass steckt. Und das ist natürlich einiges. Und da ist man froh eigentlich um jede helfende Hand. Est-ce que cette médaille aujourd'hui te donne quelque confiance pour les prochains tournois? Alors oui, parce que j'ai fait plusieurs combats. Le début d'année, il était un peu compliqué pour moi. Et ben là, ça fait, même si je suis déçue du résultat, ça fait quand même plaisir d'avoir bien combattu et puis d'avoir fait plusieurs combats. Offene Wünsche gibt es natürlich immer und ich glaube, wenn wir den Anlass anschauen, wären es vielleicht noch mehr Athleten, noch mehr ausländische Delegationen, sodass unsere Athleten halt auch immer mehr können einen Schritt weitermachen, auch vom Niveau her.